Bei 40 Wochen Schule im Jahr sind Ferien eine immer gern gesehene Ruhepause für die Schulkinder. Vom 30. Mai bis zum 7. Juni haben die Schülerinnen und Schüler im Land Sachsen-Anhalt ihre Pfingstferien, die sie auf unterschiedlichste Art ausnutzen. In Weddersleben startete am Dienstag, dem 3. Juni, ein Abenteuercamp. Egal ob Action in der Natur, Auspowern beim Sport oder grenzenloser Spaß beim Spielen, jeder Tag ist hier für die Kinder ein einziges Highlight. Ein spannender Mix aus Lagerleben mit Lagerfeuerküche und Zeltübernachtung, Bogenschießen und vielen anderen kleinen und großen Abenteuern. Direkt hinter dem Jugendzentrum in Weddersleben stellten die Camp-Teilnehmer zusammen mit den Betreuern die Zelte auf, welche das Basislager über den Zeitraum des Abenteuercamps darstellten. Zusammen mit Axel Hiegemann von der mobilen Jugendarbeit starteten von hier aus sämtliche Aktionen. Am ersten Tag des Abenteuercamps lernten die teilnehmenden Kinder erst einmal sich und ihre Camp-Umgebung kennen. Bei einem gemütlichen Grillabend zeigte auch Betreuerin Kim Schulz Begeisterung für den bisherigen Ablauf. Weil ich vor 3 Wochen ungefähr einen Jamaika-Schein absolviert habe und das ist sozusagen jetzt meine große erste Unternehmung mit Kindern. Ja, sehr gut. Also man sieht, wir haben auf jeden Fall alle Spaß und ja, es ist gut. Nachdem bei einem ausgiebigen Abendbrot Kräfte gesammelt wurden, sollten diese auch gleich wieder in Aktion umgesetzt werden. So erlernten viele Kinder erstmals die Handhabung an einem Bogen. Doch auch die Betreuerin musste zuvor eine kleine Lehrstunde akzeptieren. Die Sehne gesenkt, der Fuß unten dran, mit dem Knie den Bogen leicht in die Beuge bringen. Ja. Und ganz einfach einführen. Ganz einfach einführen. Ja! Dann leichte Dehnübung machen, kannst du gleich mal vorzeigen. Dass man den Bogen nicht anfangshalber überspannt. Wo wir gesehen haben, Kim ist ja unsere zweitbeste Bogenschützin. Im Anschluss probierten sich auch die Ferienkinder an den Bögen aus. Besonders wichtig hierbei ist es, darauf zu achten, wo der Pfeil hingeschossen werden soll und dass diese Zone freigehalten wird. Machen wir eine kleine Vorführung. Also wir Lab-Leute sind insgesamt 4 Stück. Wir verkleiden uns halt als Mittelalter und so und machen Schwerterkampf, Bogenschießen, erklären den kleinen Kindern was dazu und das liegt heute Abend dann noch an und gemütlich am Feuer sitzen. Feriencamps geben Kindern die Möglichkeit, in jungen Jahren ihre Neugier zu entfalten und Fantasie und Ideen zu verwirklichen, um später das Gelernte spielerische umzusetzen. Entdecken war das Stichwort für den zweiten Camptag. Entdecker haben immer etwas erlebt und werden es auch immer tun. Und zu entdecken gab es am zweiten Tag einen Schatz, der aber zuvor erst noch gefunden werden musste. Gemeinsam auf Schatzsuche in Weddersleben.
Wichtig bei dieser Schatzsuche war es, sich vor allen möglichen Gefahren zu schützen, die auf dem Weg lauern könnten. Mit passender Ritterkleidung und den dazugehörigen Accessoires ging die Entdeckungsreise los. Quer durch Feld und Wiesen, über Stock und Stein, vorbei an Gräsern und Teichen. Kamerakind Jolina Günzke vom Medienprojekt im Sozialzentrum Bode begleitete die Truppe mit der Kamera und hielt die gesamte Wanderung für später fest. Auch der Moment, in dem die Schatzsuchergruppe auf den Schatz selbst stieß, wurde von Jolina festgehalten. Die Schatzsuche war erfolgreich. Die Kinder waren stolz wie Bolle und sammelten die kleinen Geldtaler fleißig ein und brachten sie daraufhin zurück ins Camp. Das Ferien- und Abenteuercamp in Wellerslieben lief bis zum 5. Juni und bot allen teilnehmenden Kindern viel Spaß und vor allem Abwechslung vom Schulalltag.